Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut und wünsche einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für das Comeback von BI, welches am 1. Juni rausgekommen ist. Ich drehe das Ganze jetzt am 3. Juni, weil ich gleich auch noch meine Reaction auf das Stray Kids 5-Star-Album drehe, genau. So, ganz kurz vorweg, wir haben immer noch massive Probleme mit meinem Setup, I guess. Wir haben uns gerade über eine Stunde mit meinen Kopfhörern und meinem Mikrofon praktisch geprügelt. Von daher, ich habe auch jetzt keine Kopfhörer und ich werde mich jetzt erstmal auch nicht darum kümmern, dass die Kopfhörer funktionieren, weil ich hatte schon genug Stress mit dem Mikrofon und ich denke mir so, nee, habe ich jetzt gerade nicht in mir. Von daher, ich hoffe, das ist okay für euch, aber keine Kopfhörer und dementsprechend bei dem Stray Kids Comeback ebenfalls keine Kopfhörer. Ja, wie gesagt, wir sind heute hier für BI, Kim Hanbin, der Ex-Leader von ICAN. Ich habe ja schon auf sein Debütalbum basically reagiert, welches da war Waterfall. Und tatsächlicherweise habe ich auch schon auf Kosmos reagiert. Das habt ihr nur noch nicht gesehen. Ich hatte nämlich vor, das diesen oder nächsten Monat mal hochzuladen. Ja, und dann ist halt sein neues Album To Die For angekündigt worden. Und war ich so, oh. Also, das ist tatsächlich momentan bei sehr vielen Leuten passiert. Also, ich habe schon für ATs was gedreht gehabt, ich habe was für P1 Harmony gedreht gehabt und eigentlich super viele Leute und dann kamen die ganzen Comebacks nicht mehr so. Also, okay. Ja, wir gucken uns heute 5 Lieder an und dann in ein paar Tagen die restlichen 4. Das Album hat nämlich 9 Lieder. Tatsächlich habe ich momentan kein Musikvideo für keins der Lieder, also vielleicht für die nächsten 4, da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber zumindest zu denen, die wir uns heute angucken, da gibt es keine Musikvideos. Wenn ich eins übersehen haben sollte, dann tut mir das leid, aber ich habe eigentlich nachgeguckt und ich konnte keins finden. Ja, was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns an Wave, wir gucken uns an To Die, Dare to Love, The Island of Misfit Toys und noch ein anderes. Ja, die gucken wir uns alle an. Ich hoffe, es wird toll. Meine Meinung für Kosmos werde ich natürlich nicht vorwegnehmen, weil das ja dann auch irgendwann mal noch online kommt. Und ja, wie gesagt, da will ich nichts vorwegnehmen, aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn es irgendwann online ist. Tatsächlich hat dieses Album relativ viele Kollaborationen. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil eine Kollaboration kann natürlich das Lied total elevaten und super machen oder es halt komplett kaputt machen. Ich bin gespannt. Ich habe mittelhohe Hoffnungen für das Album. Ich hoffe, dass zumindest ein paar Lieder dabei sind, die mich komplett umhauen. Ja, ich sette hier alles ab und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Lied, welches, glaube ich, ist To Die. Ja, da starten wir dann direkt rein. Wir sehen uns gleich. Nun gut und schöpfer, der Gott, Jaschen, ob zum Hunsen, du Gemalko, Narego, Maki, Giga, Hago, Schippen, Backsack, Girado, Tadon, Gani, im Jogdain, Jungere, Piago, Iben, Tadon, ohne Gamdang, du Motalko, Nickel, Tago, Innen, Pado, oh, oh, Jomme, Pjungsen, Batschen, Motor, Warning, oh, oh, Jaro, Juki, Pani, Drake, Jago, oh, Nun, Instrument, du Paro, Bado, Nigga, Baden, Jaro, Gawan, Oro, Benan, Gwajo, oh, Amo, Gesu, Bangmeng, oh, Mokzuk, Giga, Bummeng, Ani, Jörchen, Pjondo. Okay, also bisher gefällt es mir tatsächlich. Ich mache hier mal ein bisschen lauter. Ja, also bisher positiv. Ich muss nicht in jedem Lied erwähnen, dass er sich gut anhört, ne? Wenn er besonders heraussticht oder mir die Art und Weise, wie er rappt und oder singt, gefällt, dann werde ich es logischerweise nochmal erwähnen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich der Meinung bin, dass er sich super anhört. Ne, Freunde? Achso, by the way, das sage ich euch in einem anderen Video. Nevermind, ist nicht so wichtig. Ja, bisher, ich mag den Flow. Ich finde, wie würde ich das einkategorieren? Also, ich bin mal gespannt, ob es in eine aggressivere Richtung geht oder ob das jetzt so bleibt, weil momentan spüre ich so eine untergründige Aggression, aber die ist nicht so in your face und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Den Text finde ich bisher auch ganz gut, auch wenn der sich schnell wechselt, also ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit mitkomme. Ja, aber bisher finde ich es auf jeden Fall nicht schlecht. Got this rope, young girl, did you what doesn't kill me, makes me stronger, show and prove, and I got you going, boning, 이 바닥에 내가 남기는 모든 흔적은 변화의 숨을 불어넣는 소생술, 복제품들 넋이나 놓은 채로 구경해 감히 죄다 나려들지 마, 한 번도 맘이 가변 적 없으니까, 목숨 건 반대기에 명성 뒤에 숨어있는 저런 것들이 어디 빠를까, I'm prepared to die. BI ist so einer, der logischerweise relativ viele Lieder hat, ne? Und wenn mich ein Lied nicht komplett umhaut, so wie Illa Illa, bleiben mir seine Lieder nicht so ganz im Ohr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach so. Ich meine, ich glaube nicht, dass das was Besonderes für BI ist. Ich glaube generell, wenn mich Lieder nicht komplett umhauen, dann
ignoriere ich sie, besonders halt auch, wenn ich sie nicht aktiv höre. Aber wenn ich mich so zurückerinnere zu den Sachen, die ich von B.I. bisher gehört habe, habe ich schon das Gefühl, dass das hier einen relativ neuen Flow hat. So, keine Ahnung, ich finde, es klingt sehr anders. So von der Tonlage und sowas natürlich immer noch nach dem, was man von B.I. erwarten würde. Aber irgendwie könnte ich es jetzt nicht gleichsetzen mit einem anderen Lied von ihm. Wenn ihr da ein Superfan seid und mehr von seinen Liedern kennt oder wisst, dass ich da Müll erzähle, also wenn ihr euch im Waterfall-Album an ein Lied erinnert, was so in diese Richtung ging, schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil es kann sein, dass ich einfach eins vergesse. Aber es klingt sehr neuartig auf mich. This is my life. Living room. Moment. You were tall. Okay, also es gibt mir tatsächlich so ein Intro-Feeling. Es fühlt sich nicht an, als wäre das so ein richtiges Lied. Logischerweise sind Intros auch richtige Lieder, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also jetzt diese lange Interlude, in der gar nichts gesagt wurde, dann jetzt dieser Teil, weiß ich nicht. Also, das Lied verliert mich. Es verliert mich tatsächlich sehr, sehr stark. Ihr wisst auch, dass ich im Waterfall-Album relativ viele Probleme mit den Refrains hatte, die B.I. zusammengestellt hat. Oft war das so mein Kritikpunkt. Ich hoffe nicht, dass sich das durch dieses Album zieht, weil unter Umständen habe ich das im Kosmos-Album jetzt schon mal erlebt. Müsst ihr dann selber gucken. Ja, also ich hoffe, dass sich das nicht durch das Album zieht, weil da hätte ich, das fände ich hochgradig traurig. Ich bleib dabei, das Lied hat mich offiziell verloren, aber why do unqualified people need an explanation? Fühle ich. Also vom Text her ist das nicht schlecht, jetzt auch nicht das Beste, was ich von B.I. je gesehen habe. Ja, aber das Lied an sich, das hat mich verloren, I'm so sorry. Gehört nicht mehr dazu. Ja, weil ich habe in einem anderen Lyrics-Video gesehen, dass das nur um die 2 Minuten ging. Also, ich nehme an, dass das Lied jetzt zu Ende ist. Und ich bleibe bei meiner Meinung. Also, wenn es ein richtiges Lied gewesen wäre und weniger etwas in die Richtung Intro, hätte ich es vielleicht besser gefunden. Ich muss auch sagen, es hat sehr viel stärker angefangen, als es dann meiner Meinung nach geendet hat. Wie gesagt, es hat mich verloren. Verloren ab dem ersten Moment, in dem dieses Grr, oder was auch immer das sein sollte, da stand, ab da war ich weg. Da war ich leider weg, machst du leider gar nichts. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Lied aus dem Album, welches da wäre Wave. Das ist eine Kollaboration mit Kid Milli und Lil Cherry. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich habe sie noch nie gesehen, ich habe noch nie von ihnen gehört. Ich persönlich lebe in Angst, weil ich das Lied gerne mögen würde. Aber das werden wir dann jetzt sehen. Ja, let's go. Es erinnert mich tatsächlich sehr stark an Sugars Album, also an D-Day. Da redet er ja auch, ich weiß nicht, in welchem Lied könnte es Hegum sein, keine Ahnung, redet er ja auch über dieses Kapitalismus und dass manche Leute sich da hingehen, basically verkaufen und sowas. Gab ja ein bisschen Streit in der Community, weil sich manche Leute angesprochen gefühlt haben. ja, also generell so auch vom Vibe her, das hatte ich beim letzten Lied auch,
Es gibt mir tatsächlich ein bisschen D-Day. Ist das eine gute Sache? Eigentlich schon, weil ich D-Day mega fand. Aber, weiß ich nicht. Muss ich sehen, wie es sich weiterentwickelt. Das jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich das Lied gut finde. Mehr dazu, wenn wir ein bisschen mehr gehört haben. I'm the chosen one. How much does the earth cost? Yeah! Meins ist es nicht. Es ist nicht meins. Freunde, ja, also ich weiß, ich habe mindestens einen Hardcore-Hanbin-Fan unter euch. Deine Meinung würde mich komplett interessieren zu dem Album, weil für mich klingt es sehr, sehr anders, als was er normalerweise macht. Und da mir das, was er normalerweise macht, relativ gut gefällt, ist das hier natürlich was, etwas, was halt in die komplett gegengesetzte Richtung geht. Ich würde gern wissen, ob super krasse BI-Fans sich freuen über diesen Unterschied und denken, oh, er versucht was Neues, cool, sich das mal anzusehen. Oder ob es Richtung Pest der Mike von den Hyphen geht, wo ja selbst die Dedicated Fanbase gesagt hat, ein bisschen müllig. Na, also ich meine, ich verteidige Pest der Mike und besonders Paradox Invasion. Ich finde, so schlimm ist es nicht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn man mit sowas überhaupt nicht rechnet, dass man dann denkt, was ist das denn? Also ich wüsste super gern eure Meinung zu dem Album. Ich weiß, wir sind gerade erst beim zweiten Lied, aber bis jetzt, wenn sich alles in diese Richtung entwickelt, dann werden diese beiden Videos sehr, sehr negativ. Und das möchte ich nicht. Ich möchte euch nicht kränken. Bitte, Leute, wenn ihr ein super Fan seid, ihr dürft doch alles mögen, was ihr möchtet. Aber ja, mich holt das gerade leider, leider absolut nicht ab. Ich bin mal gespannt, ob ich die Kollaborationspartner wenigstens besser finde. Aber bisher muss ich da leider sagen, nee. B.I. Water. Yeah. Go hard till I get six hypercars. All city high sounds like a gunman. I'm dead better than people take a beige color. 내가 애로만 할 때 꼭 깨달으면서 털던 이 먼저 깨졌네. 뭐 태어날 때 나 그릇이 재질부터 달라 나보다 치고 붙여 매진 아처 시간 아까워 아리대로 재질 fact 여전히 유행은 money 젊은 players huh? Drill 내지 똑같이 빠지 내리고 터하게 하는 시문은 얼굴로 똑같네 덕에 먹고 살아 바꿔도 Let's make some way 한비나 마치 KBM base 해 시대 dynamic epic 자본의 노예 내 목줄 다 뻔해 사무직하는 노예 thousand paid. Okay, also Kid Millies Part fand ich tatsächlich stärker als den von B.I. Weiß ich nicht, ob ich ihn einfach generell besser finde, aber eigentlich nicht. Ich glaube, er passt einfach, keine Ahnung, seine Section hat mir einfach besser gefallen als die von B.I. Ändert aber nichts daran, dass wir wieder einen Refrain haben, den ich halt nicht mag. Von daher, ich meine, von diesem Collab-Partner bin ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich fand seine Stimmlage super, ich fand die Art und Weise, wie er gerappt hat, sehr, sehr gut. Textlich fand ich das stark. Ich weiß nicht, ob er seinen Text selbst geschrieben hat oder ob Hanbin ihm halt den Text schon vorgegeben hat, keine Ahnung. Ja, also der Teil hat mir gefallen, aber nicht gut genug, als dass ich jetzt sage, meine Meinung zum Lied hat sich komplett geändert, you know? Also, weiß ich nicht, ich hoffe, Lil Cherry begeistert dann auch noch. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt das Ganze besser, wenn du in der Disse bist. So mit diesen ganzen Effekten und so und dann mit so ein bisschen Stroboskoplicht oder so. Vielleicht ist das Feeling dann anders, das kann natürlich sein. Ja, aber dass ich es mir in meiner Freizeit anhöre, never ever 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 ever. Never ever ever. Also vielleicht gucke ich mir Kid Millie nochmal an. So seine Solo-Sachen, was er sonst so macht. Das könnte ich natürlich machen, wer da Interesse dran hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann schreibe ich mir das auf meine lange, lange Liste von Sachen, die ich noch machen möchte. Und dann gucken wir uns den Jungen mal an. Oder den Mann, ich weiß nicht, wie alt ist. Ja, aber das Lied ist ein Nein für mich. I said only stupid bitches they glued to their phones at the club. How can I go for a dog and I'm still on a rant? I lit in this bitch and I sprung and I'm gone. All hell break loose when I pop up on shine. Everything everywhere all at once. Put on high down my favorite song. Shit thought that I felt like it's early
your mouth. We're bringing the hell out. Oh. Okay, also ich werd hier nicht sitzen und sagen, dass sie eine schlechte Rapperin ist, weil ich kann das nicht gut einordnen, I guess. Ich habe logischerweise Rapper, die ich gut finde und Rapper, die ich nicht so gut finde, aber ich glaube nicht, dass das auf Wissen basiert. Das ist einfach subjektive Meinung. Von daher, ich sage nicht, dass sie schlecht ist, aber meinst du sie absolut nicht? Ich mag ihre Tonlage nicht. Dass ihr Teil komplett auf Englisch war, ist auch so eine Sache. Wäre jetzt auch nicht mein präferierter Weg. Ich finde, sie passt auch irgendwie nicht ins Lied. Ich finde, ihr Vibe ist komplett anders als der von B.I. und auch der von Kid Millie. Also, weiß ich nicht, aber alles in allem leider ein Thumbs Down für mich, was dieses Lied angeht. Es gibt mir absolut nichts. We're bringing the hell out, oh. We're bringing the hell out, oh. Das war's? Nein. Das war's? Achso, das war's. Okay, ja, also dieser Teil des Videos scheint tatsächlich das Instrumental von dem YouTuber zu sein, der das Video hochgestellt hat. Ja. Nee, ne? Also, meine Meinung ist sehr, sehr klar geworden, würde ich sagen. War nix. War nix. Wie gesagt, wenn ihr ein Superfan seid und ihr habt das gehört und gedacht, wow, mega, mal was ganz anderes, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil da bin ich super neugierig zu sehen, wie das Album generell und besonders dieses Lied bei euch angekommen ist. Aber bei mir, ne. Ne. Okay, dann machen wir mit einem nächsten Solo weiter. The Island of Misfit Toys. Ja, ich hoffe, es wird besser, weil sehr viel schlechter kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Von daher, let's go. Yay, etwas, was sich definitiv mehr nach B.I. anhört, wie ich ihn kenne. Auf jeden Fall geht es mehr in Richtung Illa Illa als in Richtung, was auch immer, Wave gerade war. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr viel besser. Ich meine, haut es mich komplett um, sage ich, das ist mein neues Lieblingslied? Nein, aber wir haben auch erst 40 Sekunden gehört. Ja, so gefällt mir auf jeden Fall besser. Also ich finde super cool, dass er neue Sachen ausprobiert und dass er versucht, in vielen Liedern unterschiedlich zu klingen. Finde ich super, aber logischerweise ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein Lied über den Weg läuft, was du nicht magst, sehr, sehr viel höher, als wenn du einfach die ganze Zeit dasselbe machst, obviously. Ja, das hier klingt mehr nach ihm und das gefällt mir auch sehr viel besser. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr viel positiver gestimmt, was dieses Lied angeht. Es gibt mir auch so ein bisschen Sommer-Vibes, weil das ist so eine Sache, die ich momentan noch vermisse. Ich reagiere ja nicht auf Girlgroup Comebacks, von daher weiß ich nicht, was die diesen Sommer planen. Aber bei den Jungs habe ich jetzt noch nichts gehört, was sich super sommerlich anhört. Und da ich ja heute noch auf Stray Kids reagiere, glaube ich auch nicht, dass die mir sommerliche Feelings geben werden, weil passt jetzt nicht so hart in deren Identität hinein, ne? Also wenn ihr irgendwie super, also neue Sommerlieder aus dem K-Pop-Genre kennt, schreibt mir die gerne in die Kommentare, weil ich bald nach Spanien gehe. Mehr dazu in einem separaten Video Ende diesen Monat oder nächsten Monat. Ja, also ich weiß nicht, dieses Lied gibt mir am ehesten noch so Summer-Feelings. Vielleicht auch wegen diesem The Island of Misfit Toys, keine Ahnung, aber es gibt mir auf jeden Fall schöne Gefühle so fürs Auto, meinem Cabrio rumhängen. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wollte noch was anderes sagen. Ah ja, genau. Refrain. Der scheint mich ja momentan nicht zu stören. Von daher, yay. Es ist immer wundervoll, wenn wir ein B.I.-Lied finden, bei dem mich der Refrain nicht stört. Mega, mega 10-10. Urin Yorane, yeah.
부질서함을 좋아해 두 번 없을 인생을 필요하죠 불확실성 속에 우리가 힘이 없지 꿈이 없냐 의실이 없인 득이 없나 다들 그래 노력 없는 성취감은 의미 없다고 난 그것까지 누릴 거야 올려놓지 말아줘 왜 난 스며들 거야 너 왜 지금만이 먼저 속 아프겠어 낭만적 기밀은 허울해 이 세상에 우리 둘 뿐이라도 난 네가 특별하다 말할게 같이 가자 망가진 장난감 Ja, aber das ist tatsächlich auch wieder eins, wo ich einfach nicht so viel zu sagen habe. Und das gefällt mir halt einfach. Es gefällt mir einfach. Ich finde den Text auch schön. Es gibt ein paar schöne Passagen. Ja. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass es hier halt heißt The Island of Broken Toys. Und hier ist es halt The Island of Misfit Toys. Keine Ahnung, was die richtige Übersetzung ist. Werden wir wohl nicht erfahren. Ich finde beides okay. Ja, wie gesagt, ich habe einfach nicht so viel dazu zu sagen, außer dass es mir halt gefällt. Er klingt natürlich gut, aber wie gesagt, das werde ich auch nicht jedes Mal dazu sagen. I like it. 선물로 운명의 전환점이 될 거야 막 날아본 적 없는 저 하늘을 나는 기분 느낄지도 몰라 병들고 지칠 맘 다 버리고 아무도 우릴 모르는 곳으로 후회 없는 삶은 없다 해도 나는 웃으면서 눈 감고 싶어 Ja, ich jamme hier einfach nur, ne? Ich bin einfach nur da, genieße das Lied. Ist nice. Ist jetzt auch nichts, was mich kompletterweise umhaut. Ich meine, im Vergleich zu To Die und Wave ist das hier, finde ich persönlich, eine Meisterleistung. Ja, aber jetzt, wo ich sage, wow, es ist mein neues Lieblingslied oder so, haben wir auch nicht. Illa Illa toppt es selbstverständlich auch nicht. Illa Illa ist momentan einfach top of, also ganz ehrlich, das Beste, was ich bisher von ihm gehört habe. Ich dachte, BTBT würde nicht getoppt werden, aber Illa Illa ist für mich das Lied von Hanbin. Also, oder von B.I. Aber, ja, was soll ich sagen, das Lied gefällt mir halt. Wie gesagt, ich habe nichts zu sagen zu diesem Lied. Das ist einfach nice. Ja, meine Meinung ist klar geworden, würde ich sagen, oder? Jeder weiß, ich fand das Lied gut. So, ich gehe jetzt kurz husten, weil ich bin immer noch ein bisschen krank und dann steigen wir direkt in Die for Love rein. Das ist eine Kollaboration mit Jessie. Ich kann es kaum erwarten. Ich mag Jessie sehr, sehr gerne. Zoom in und ich persönlich liebe beide. Wenn sie in der Disse spielen, dann bin ich absolut mal dabei. Ja, also ich gehe ganz kurz husten und dann sehen wir uns gleich. You might think it's insane 인생을 망칠 멋진 방법일 테니 사랑만이 날 파괴하고 다시 완전하게 하네 허무하지만 화려하니까 수명을 바칠만 해 Okay. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mag die Island of Misfit Toys mehr, aber das hier ist auf jeden Fall auch gut. Was ich hieran mag, ist halt, ich nenne es jetzt mal experimentell, in the grand scheme of things ist das wahrscheinlich nicht experimentell, aber wir benutzen das Wort jetzt einfach. Ich mag, dass es experimentell ist im Vergleich zu seinen normalen Liedern, also im Vergleich zu Sachen wie Illa Illa
alle dürfen es für Toys, Cosmos und so weiter, die ja natürlich auch so einen eigenen BI-Flavor hatten, of course, man kann sehr gut nachvollziehen, dass die von BI sind, aber die versuchen jetzt nicht krass neue Sachen oder Leute anzuziehen, die mit Mainstream-Musik nichts zu tun haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, das hier ist, finde ich, schon sehr viel experimenteller als seine normalen Sachen. Aber es ist auch nicht so far out there, wie es halt Wave war. Wisst ihr, ich finde, Wave wird entweder gemacht von Superfans, die sowieso alles mögen, was BI macht, oder Leute, die generell einen eher spezielleren Musikgeschmack haben. Wisst ihr? Falls das nicht der Fall ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber das hier ist so ein Ding, das ist mal neuartig. Das hat man vielleicht so in der Art weniger gehört als andere Dinge. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so krass komisch, dass du denkst, was ist das denn jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, was mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Den Text mag ich. Ich glaube, BI und Jessie zusammen werden im Zusammenspiel miteinander gut sein. Ich glaube, das wird nice. Und da ich noch nicht angesprochen habe, wie hübsch er aussieht, in grün, steht ihm sehr, sehr gut. Grün steht ihm super. Tatsächlich gibt mir das ja auch eher ein sommerliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach nach Sommer sehne. Das kann sein. Ich meine, mittlerweile, wir sind im Sommer. Ich hatte heute Literally ein Kleid an. Ich meine, ich habe es auch noch an. heute war nämlich der Geburtstag von meinen zwei Stiefschwestern. Für die Leute, die es interessiert. Ja, also ich sehne mich nicht nach Sommer, weil der Sommer ist da. Ich freue mich. Ich liebe Sommer so hardcore. Aber es kann halt sein, dass ich mir einrede, dass sämtliche Lieder Sommerlieder sind, weil ich auf der Suche bin nach Liedern, die ich dann in Spanien hören kann. Ich habe immer so eine Sommer-Playlist, so eine Spanien-Playlist. Von daher kann sein, dass ich da einfach sehnsüchtig auf der Suche bin. Aber ja, das hier gibt mir auf jeden Fall auch so sommerliche Vibes und das ist doch alles, was ich mir momentan wünsche. I never thought I could feel this way. It's so hard not to play all these silly games. You got me fucked up. I'm twisted over you. All eyes on you. Shit. Got me feeling bitter, bitter. 사랑 많이 날 파괴하고 다시 완전 나게 하네. 허무하지만 화려하니까 수명을 바칠만 해. Ja, also Jessies Part, ich hoffe, da kommt noch. Kommt da noch was? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir werden sie nochmal hören. Ich fand den tatsächlich relativ kurz. Dass er überwiegend auf Englisch ist, könnte mich jetzt stören, weil mich das ja in Wave auch gestört hat. Aber bei. Also in dem Fall stört es mich weniger. Kann sein, dass es daran liegt, dass er halt kurz war. Oder dass ich von Jessie sowas eher gewöhnt bin. Keine Ahnung. I don't know. Er hat mich jetzt auf jeden Fall weniger gestört als in A Wave. War das meine Lieblingskollaboration, die ich jemals gesehen habe? Nee. Aber ich finde nicht, dass sie das Lied irgendwie runterzieht oder so. Ich finde, die beiden passen eigentlich ganz gut zusammen. Ich bin gespannt, inwiefern wir sie jetzt gleich nochmal hören, ob das in so einem Zusammenspiel ist oder nicht. Ja, aber fand ich absolut okay. 해도 잘했을 때 난 망설임 없어 I don't fall off, fall off Who we to go I don't fall off, fall off Who we to go I don't fall off. Ich muss hier natürlich wieder das machen, was ihr alle von mir erwartet, den Refrain kritisieren, weil er schon sehr repetitiv ist und es ist ja eigentlich nur ein, zwei Sätze, die dann die ganze Zeit wiederholt werden und danach kommt diese Passage halt, wo es nur instrumental ist. Ihr wisst es, da bin ich kein großer Fan von, aber dadurch, dass der Refrain halt auf Englisch ist, ist es halt was, wo du easy mitsingen kannst und daher stört es mich in dem Fall nicht so sehr, wie es das in anderen Fällen manchmal tut. Nö. Love to die for. You might think it's insane. I'ma risk it all. Been playing it safe for too long. Just put a trigger on sight. If you ain't by my side. Thank you.
nicht besser als The Island of Misfit Toys, weil das einfach, das ist eher das, was ich von B.I. gewöhnt bin und was ich halt von ihm auch einfach mag. Aber das hier war auf jeden Fall das zweitbeste Lied. Wie gesagt, hat mir Summer Feelings gegeben. Jessies Kollaboration fand ich ganz gut. Ich meine, hätte ich sie jetzt absolut gebraucht? Ja, weil ich glaube schon, dass das Lied langweilig hätte werden können, wenn wir ihr Dazutun nicht gehabt hätten. Ja, ich meine, bin ich begeistert von ihr? Nö, aber war okay, absolut nicht schlecht. So, und dann das letzte Lied für heute ist Dare to Love, Kollaboration mit Big Naughty. Kenne ich nicht, aber auf dem Bild sieht er sehr gut aus. Bilde ich mir das ein? Er gibt mir ein bisschen Wusi. Gibt er auch euch Wusi? Oder ist es nur dieses Bild und die Haare? Keine Ahnung. Koletten sind ja so eine Sache, die ekeln mich an, aber auf dem Bild? Wenn ihr mir jetzt noch gefällt, google ich ihn unter Umständen. Naja, wir hoffen auf ein gelungenes Ende für dieses Video. Chibai, let's go. 겁도 없이 나 사랑에 빠졌다 아마 잠깐 수줍고 오래 아리겠구나 겁도 없이 맘에 반을 건넸다 마지막 장면에 난 어떤 표정 지을까 에이 불꽃처럼 네가 피어나서 감정의 빙하기 끝이 나고 서로의 어깨에 날개 달어 추락을하면서 높이 날아 터질 듯이 너를 품에 안어 차라리 이대로 꿈에 갇혀 어떤 상처도 어떤 슬픔도 모른 채로 살면 좋을 텐데 감히 내가 널 마음에 품어 채 한순간에도 궁거림과 세상을 막 바꿔 채 바보같이 Okay, okay. Also es geht natürlich wieder in die Richtung, wie wir B.I. kennen, zumindest momentan noch. Ich mag es. Ich glaube, vielleicht ist das mein Lieblingstext bisher, das oder Island of Misfit Toys. Mag ich. Mag ich. Ist wieder eher relaxed, eher, klingt natürlich super, ihr wisst es. Nee, ich mag es. Es klingt unschuldig. Und ich weiß nicht, wie so ein Lied im selben Album sein kann wie Wave. Und for that matter auch To Die. Verstehe ich nicht persönlich, aber Hanmin wird sich da schon was gedacht haben, I guess. Nee, aber bisher gefällt es mir. 겁도 없이 나 사랑에 빠졌다 아마 잠깐 수줍고 오래 아리겠구나 겁도 없이 맘에 반을 건넸다 마지막 장면에 난 어떤 표정 지을까 겁도 없이 나 비가 심장 부근을 날아다니는 기분 사랑한다 말과 동시에 시작되겠지 비극은 우리 물을 엎질렀고 그게 흙탕물이 돼도 난 기꺼이 잠기겠어 깊이 아래로 겁도 없이 나 사랑에 빠졌다 아마 Die zweite Strophe war jetzt sehr, sehr viel kürzer als die erste, oder? Habe ich mir das eingebildet, das kann natürlich sein. Tatsächlich auch wieder ein Refrain, der mich nicht stört. Wir hören es jetzt natürlich zum dritten Mal jetzt schon und wir haben erst knapp über eine Minute gehört. Das ist so eine Sache, ihr wisst es, ne? Repetition ist so eine Sache, ne? Kann mir gefallen, muss aber nicht. Ich bin natürlich überglücklich, dass mich halt dieser Refrain nicht stört und dass ich ihn eigentlich sogar relativ schön finde. Aber ja, so viel Wiederholung muss natürlich nicht sein. 잠깐 수줍고 오래 아리겠구나 겁도 없이 맘에 반을 건넸다 마지막 장면에 난 어떤 표정 지을까 겁도 택도 없이 너를 집었다 가격에 놀라 살포시 내려놔 돌아서는 길에 네가 자꾸 아른거려는 이 멀어버려 실렀다 가는 분명히 예뻤는데 예정만은 옷이었는데 따뜻할 줄 알았는데 막상 입어보니 너도 그저 그런 새 옷이었구나 한번 입으면 또 번 옷이 되고 그 집 주고 새 집을 할게 채워 그럴싸한 그림들을 대충 걸고 여닷살만 하면은 이 집이 내 거 못 간다고 전해 아니나 못한다고 전해 사랑했던 걸 했다 그래 너만은 이제 여기 없다 전해 겁도 없이 너 Okay, also Big Naughty hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, stimmlich. Ich fand, der Klang mega, mega gut. Ich fand, er und Hanbin gehen super gut zusammen. Den Text fand ich jetzt, ich fand, der ging in eine andere Richtung als der Text, den Hanbin vorher gesungen oder gerappt hat. Nee, aber Big Naughty fand ich klang sehr, sehr gut. Ich werde ihn mir mal genauer angucken. Saarange 빠졌다 엄마 잠깐 수줍고 오래 아리겠구나 겁도 없이 맘에 반을 건넸다 마지막 장면에 난 어떤 표정 지을까 연애라는 이름의 소설 그 속에 우리가 두고서 애들 장난 따위 감정을 그거 운명이라 읽었어 나나나나나나 Tatsächlich noch ein Lied, was so na-na-na-na-na hatte, haben meine beste Freundin und ich letztens erst drüber geredet, dass es so super viele Lieder gibt, die das haben. Wir haben so ein Spiel gespielt, wo man
einen Teil Lyric gibt und die andere Person muss dann sagen, wie es weitergeht. Wir haben da logischerweise nur englische Passagen genommen, weil was sollen wir da mit dem Koreanischen? Und ich habe halt Na-Na-Na vorgegeben und sie war so, Stray Kids My Pace. Und I was like, no, it's another Na-Na-Na. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele. In dem Fall stört es mich, glaube ich, nicht, weil es dann wenigstens nicht nochmal der Refrain ist. Ja, aber alles in allem, ich bin sehr zufrieden mit dem Lied. Also, alles hier toppt Wave. Muss ich sagen, wie es ist. Ja, very nice. Also besonders begeistert hat mich tatsächlich Big Naughtys Stimme. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich nicht mehr gerechnet, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin so ein bisschen angsthaberisch, was die Kollaborationen angehen. Aber hat mir gut gefallen. Seine Stimme war sehr, sehr nice. Und wie gesagt, ich werde mir ihn genauer angucken. Ja, ich mache kurz den Screen weg und dann reden wir nochmal. So, also, dass mir Wave am wenigsten gut gefallen hat, haben wir jetzt alle gemerkt. Ja, das einzig Gute, was ich an Wave fand, war tatsächlich Millie. Der eine, der Kollaborant, der nicht das Mädchen war. Oder die Frau. Ja, das war so das Einzige, was ich gut fand an Wave. Und alles in allem war es für mich persönlich ein Nein. Dann To Die. Also das erste Lied, das wir uns angehört haben, das war für mich ebenfalls ein Nein. Dann würde ich sagen, Die for Love, also die Kollaboration mit Jessie, die hat mir gut gefallen. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich finde Dare to Love und The Island of Misfit Toys sind sich relativ ähnlich in dem Sinne, dass sie halt ganz klar BI sind. Ja, ich weiß nicht, welches mir da besser gefallen hat. Ich lehne zu Dare to Love, einfach weil ich die Kollaboration mit Big Naughty eigentlich sehr, sehr gut fand. Ja, aber beide Lieder haben mir gut gefallen. Momentan meine Meinung zu dem Album, es könnte so oder so enden, ne? Je nachdem, wie die zweite Hälfte dann verläuft, ne? Ist die eher normal, was man von BI erwartet, oder ist es experimentell wie Wave? Ja, wenn es zweiteres ist, lebe ich persönlich in Angst, weil ich hoffe natürlich, dass es mir gefällt. Aber wir werden sehen, ne Freunde. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Wie findet ihr Wave? Bitte sagt es mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!